Ja Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Und zwar, wir sind hier in der Schule und machen heute Fitness. Ich nenne das nicht Fitness, sondern Cross-Fitness. Das ist kein Fitness, das ist kein Crossfit, sondern Cross-Fitness. Auf der anderen Seite sind Fitnessgeräte. Ich zeige euch das und ja, kommt. يا عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا Schön, keine Leute da sind. Und so, Freunde, wir sind schon da. Ja, Leute, ich habe das Gewicht mitgebracht. Das ist für Klimmzüge. Wie viel Kilogramm ist das ungefähr? Ich weiß nicht genau. 15 oder 20 Kilogramm. Jetzt sehe ich mich um. Und dann ist gut. So, ich bin bereit und was habe ich hier noch? Boxhandschuhe, Ringseil. Und ein Red Bull? Ich brauche Energy. Ich brauche Energy, ich brauche Motivation. Ich möchte ein bisschen laufen, sehr kurz. Und dann vor dem Training, man muss sich immer dehnen. Ja. Und sonst kannst du Muskeln verzehren. Mit was fangen wir an, Russland? Klimmzüge. Klimmzüge? Ja, für Rücken. Ist schon etwas hoch. Wie groß bist du eigentlich, Russland? 1,80 Meter. 1,80 Meter. 1,80 Meter und ich wiege 80 Kilogramm. So. Wir werden jetzt Muskeln aufbauen. Der erste Satz ist durch. Ja. Eine Zwischenfrage, Rustam. Was sagst du zu MMA Deutschland? Was ist deine Meinung? Gibt es viel Potenzial hier in Deutschland? Ja, gibt es. Oder bist du vielleicht das nächste Potenzial? Das weiß ich nicht. Man muss gucken. Aber Potenzial, ja. Wir sehen, fast jeden Tag kommt, öffnet neue Halle. Neue Gyms? Neue Gyms. Ja, wir haben schon genug Kämpfer, UFC, Bellator und. Leute, wir müssen selber was machen. Diese MMA-Kultur, ja, Sport mit MMA. Wir müssen trainieren, Videos machen, reden, sprechen, zeigen. Warte mal, ich wollte mal zeigen, wie richtig man muss das machen. Wie man richtig Klimmzüge macht? Du musst erst Rücken so halten, nicht so, sondern so. Und dann gerade auf. Nicht so oder so. Du musst so halten und zack. 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 Ja. Was machen wir als nächstes? So, jetzt machen wir für Brust. Nennt man, glaube ich, Dips auf Englisch. Wenn du möchtest, nur Brust, sondern nicht Trizeps, ja, du musst so halten. Nicht so, ja, guck mal, steigen. Ja, und Rücken gerade halten und machen. Eins, zwei, vier, fünf. Jetzt machen wir Bizeps. Das ist meine Lieblingsübung.
Warte mal. Ich wollte mal machen. Weißt du, wie heißt das? So. Nach oben. Muscle up? Muscle up? Ja. Ich versuch mal das machen. Versuch mal. Ist geil. Jawohl, Junge. Ey. Nochmal wird schwierig. Ja. So, Sam, wir kommen zu meiner ursprünglichen Frage. Was würdest du den Amateuren raten, mit welcher Sportart die anfangen sollten? Was ist die effektivste Sportart für MMA, deiner Meinung nach? Also meiner Meinung nach, man muss mit Ringen anfangen. Das ist wie Gymnastik, ja, funktioniert vor Körper. Zum Beispiel Boxen oder Kickboxen, das ist ein bisschen gefährlich. Ne? Der Ringen ist der Vater von MMA. Weißt du, ne? Wenn du ein Ringer bist, du kannst wie Hamzat Chimaev zerstören, alle deine Gegner. Ja, wie Khabib Nurmagomedov, undefeated, no losses, champion, ultimate fighting championship on the world. Also ich frage jetzt euch, was denkt ihr? Wer ist der Stärkste in MMA? Ringer, Boxer, Kickboxer oder Jiu-Jitsu? Schreibt in die Kommentare. Ich bin gespannt. Für Trizeps und auch für Brust. Ja. Fünfmal. Möchtest du Salto gucken? Nochmal ein Salto? Wenn du noch die Kraft dazu hast? Wenn das gefällt euch nicht, sagt Bescheid. Ich mach das nicht. Aber wir sind ja auf dem Sand. Vielleicht ist das viel zu schwer für dich. Das ist kein Problem. Machen wir. Das ist genug? Es ist genug. Also, das ist alles zu leicht für mich. Ich brauche ein bisschen Challenge. Das sind die Gewichte von vorhin, von denen du gesprochen hast? Ja, genau. Wie viel Mal ich jetzt machen kann? Aber du gibst dein Bestes. Ja. Let's go. Ja, der letzte noch. Stark, Rustam. Ich weiß nicht, wie viel mal. Ich glaube, es waren um die 6 oder 7. So. Erfolgreich Muskel aufgebaut. Für MMA ganz wichtig. Ja, zum Beispiel, du hast Fitness gemacht, Muskel aufgebaut, ja, trainiert. Du musst Schattenboxen. Ja, springen, bewegen, das ist ganz wichtig. Sonst du wirst wie ein Baum. Aber für MMA, du musst immer hoch, schnell. Ne?
So, jetzt Boxing. Nee, Fitness vorbei. Cross, Cross Fitness. Jetzt machen wir Cross. Boxing, MMA. Rustam, hat dir mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie Chimaev? Ja, wir sind gleich alle Tschetschenen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Ist nicht immer gut in der Sonne, einfach so, sagt der Platzwart. Ne, Rustam? Ja. Nächstes Mal ein bisschen Sonnencreme benutzen am besten. So. Also wir sind auch schon fertig. Was wollten wir noch machen? Kommentare schreiben, liken, abonnieren und noch etwas machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, inshallah. Ja, ciao, bis nächstes Mal.